So, meine Lieben, also man träumt ja manchmal, oder vielleicht bin das nur ich träume dann manchmal, wie ich einen ausnocken würde, schön mit dem Haken hier, bam, à la Mike Tyson, und der geht flitzen und ich denke mir dann, krass, Knockout des Jahres. Ein Haken ist zwar sehr hart, ist der härteste Schlag im Boxen meiner Meinung, ein Haken hat auch etwas Cooles, um ein Opening zu machen, also du möchtest da ein bisschen Platz machen. Da habe ich schon mal Videos drüber gemacht, ich möchte das hier nochmal ein bisschen vertiefen, um meine Rechte, in meinem Fall die Schlaghand, besser ins Ziel zu bringen, weil du hast vielleicht einen, der hat eine solide Doppeldeckung, der steht da relativ hart, den kriegst du kaum geknackt, kannst du halt mit Hooks, und da müssen die Hooks auch nicht so hart sein, kannst du immer mal ein bisschen Hooks an die Seite setzen, um vielleicht zu erzwingen, dass sich dein Gegenüber ein bisschen in der Mitte öffnet, dass er sich ein bisschen verschieben muss, weil er frequentiert mehr auf die Seite bekommt. Das sind dann vielleicht keine Wirkungstreffer, das sind mehr so Irritationsbomben, um dann die Mitte aufzumachen. Weil du bist zum Beispiel daran interessiert, ihm schön gerade eine reinzufeuern und das klappt nicht. Versuch dann die Hooks ein bisschen einzubauen, arbeite ein bisschen mal so, misch das ab, dann kommst du wieder Hook. Aber versuch verstärkt vielleicht eine Seite ein bisschen mehr zu bombardieren und sobald du eine Lücke kreierst, nutzt die aus. Gutes Timing. Schlag ja nicht vielleicht gerade, sondern mach hier schön die Brechstange und komm so zwischen. Dann ein bisschen an ihm arbeiten, immer mal wieder die Hooks setzen an einer Seite, auch mal den Jab hier an die Seite hochsetzen und dann kannst du so reinballern, ne? Schön reinfeuern, entweder gerade oder auch so und dann kommst du vielleicht endlich an das Ziel, dem schön eine gerade zu setzen. Happy Birthday. Danke fürs Zuschauen der Konne.